Hallo und schönen guten Tag. Ich darf heute mal wieder drei Victorinox in die Kamera halten. Es sind 111er Modelle. Hier haben wir das Alpinier, das Picknicker und das Rucksack. Drei sehr funktionelle Messer. Und da wollen wir doch mal zuerst die Rückseite betrachten. Diese drei haben noch den Schieber zum Entriegeln der Klinge. Der wird ja nicht mehr eingebaut. Und dann wollen wir mal gucken, was da so welche für welche Werkzeuge dran sind. Das Alpinier ist ein Einlayer auf der Rückseite mit Korkenzieher und vorne eine große Klinge, die über diesen Schieber eben entriegelt werden kann. Einfach nach unten ziehen und man kann die Klinge schließen. Des Weiteren hat es den Zahnstocher und auch die Pinzette. Ein einfaches, aber taugliches Messer. Für jemanden, der nur eine Klinge benötigt, ist das sicher ideal. Das Picknicker ist da schon etwas anders aufgebaut. Es ist ein Zweilayer. Wir haben hier die große Klinge und des Weiteren haben wir den Dosenöffner mit Schraubendreher und Kabelabisolierer und auf der anderen Seite den Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher. Auf der Rückseite den Korkenzieher und zusätzlich noch die Bohr-, Stech- und Reibale. Auch dieses Messer wird über diesen Schieber hier entriegelt und man kann es schließen. Hier haben wir nun das Rucksack. Das Rucksack hat die gleichen Werkzeuge wie das Picknicker. Nur hat es zusätzlich noch die Säge. Und durch diese Säge hier ist das Rucksack ein durchaus taugliches Outdoor-Messer für kleinere Arbeiten in der Natur. Auch entriegelt über diesen Schieber. Beim Rucksack ist es nun so, dass man sich hier einen Layer, so ein Aluminium-Zwischenstück gespart hat. Wir haben hier die durchgehende Feder der Säge und dann die geteilte Feder für die Bohr-, Stech- und Reibale. Auch dieses Messer hat Pinzette und Zahnstocher. Alles drei sicher sehr taugliche Messer. Was einem noch auffällt, ist, dass diese Messer die Ecoline-Griffschalen haben, nicht die Zellidur. Die sind unempfindlicher gegen Kratzer und Benutzungsspuren. Wie ich meine, drei sehr taugliche Messer in der 111 mm Klasse. Wir wollen mal kurz die Klinge nachmessen. Die hat an der dicksten Stelle 2,45 mm und die Länge ist 8,6 und eine brauchbare Schneide von 8 mm. Eine Gesamtlänge hat das Messer von 19,6 cm. Jo, die wollte ich mal in die Kamera halten. Drei sicherlich sehr taugliche Messer und dazu noch recht erschwinglich. Alle drei mit dem Schieber zum Entriegeln der Klinge. Was haben wir hier noch stehen? Hier auf der Klinge steht Patented und auf der anderen Seite Victorinox Swiss Made Ostfrei. Irgend sowas steht da. Ich kann es nicht genau lesen.
auch patentet und ebenfalls patentet. Jo Leute, das wollte ich euch mal zeigen. Drei Einsteigermodelle in der 111 mm Klasse. Wer mit diesen Werkzeugen hier auskommt, hat sicher drei sehr gute Messer. Jo, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Das Alpinier, das Picknicker und das Rucksack. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.